Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Merdevan und zeige euch heute Quick and Dirty, ein Quickie sozusagen, das Spielchen Bomber Clone. Das merkt man gleich, glaube ich, schon am Namen, ein Bomberman-Clone ist. Aber ja, lassen wir uns davon gar nicht groß vermiesen. Bietet einen Multiplayer-Game-Modus, den ich leider nicht testen kann und werde. Vielleicht findet sich ja nochmal irgendjemand, der dazu Lust hat. Dann können wir das auch mal im Multiplayer zocken. Ansonsten, jetzt fürs Erste, tut es erstmal der Singleplayer-Modus. So, Player-Names sind, glaube ich, sogar drin. AI-Players machen wir mit einem. Game-Options, Map-Options, was kann man denn so als Map-Options? Keine Ahnung. Auto-Generated, Tunnel, Bombs 25. Ja, würde ich jetzt einfach mal so belassen, hat eben auch funktioniert. Und Start, Spielen. Ein schönes Model, ich nehme natürlich dieses pinke Viech. Passt am besten zu mir. Jo, und ich bin rechts im Bild und kämpfe gegen einen Zauberer, wie es mir scheint. Und, ja. Schauen wir mal, wie furchtbar ereignisreich das hier werden wird. Die Spannung ist im Moment noch quasi bis zum Zerreißen und viel weiter. Ich glaube, hier diese grauen Blocken. Ach, guck mal, ein Power-Up. Schön, bisschen schneller unterwegs. Ich glaube, diese grauen Brocken, das waren Teleports, ne? X. Erstmal kurz einen kleinen Moment gebraucht, um so rauszufinden, wo ich bin. No! Jetzt hab ich den Quatsch. Der hat mich angesteckt. Du böser Ollum. Wo bin ich? Verdammt. Ich bin hier und jetzt töte ich ihn. Weil ich so ein fieser Hund bin. Moment. Ich muss nur wieder irgendwo dahin kommen, wie er da ist, weil er ist gerade irgendwie stuck. So, das war's. Gute Nacht. Hui. Deutsch, ich ja, Deutsch. Das war jetzt ein bisschen arg schnell angespielt. Eine Runde machen wir noch. Ich meine, so ein bisschen wo an die Länge meiner Videos habe ich ja dann doch. Oh Gott, das ist auch ein bisschen übersichtlicher als eben. Ja, und das war grundlegend dämlich. Ich glaube, wir machen noch eine Runde. Ja, ich habe verloren. Schon mitbekommen. Ja. I. Scheiße, das ist ja. Hallo, wie kann man mich denn so blöd absetzen? Doch, geht noch. Ich dachte, das wäre es jetzt schon wieder gewesen. Also ich weiß nicht, wie es nachher in Videoform sein wird. Also ich erkenne nichts. Oder sehr, sehr, sehr wenig. Ich weiß nicht mal, was ich hier sprengen kann. Die roten oder die weißen Teile anscheinend. Benzinbomben, Multibomb, keine Ahnung, was das alles ist. Legen wir einfach mal hier eine Bombe hin. Und hier eine Bombe hin. Ja, und ich habe wohl gewonnen. Das geht alles recht flott. Eben hat meine Runde ein bisschen länger gedauert. Last Game. Danach ist auch wirklich Schicht. Ne? Nicht, dass die Leute hier sagen, ich würde das künstlich in Länge ziehen. Außerdem habe ich ja heute noch andere wichtige Termine. Irgendwann. Wegen Altglas. So, irgendwas mit Feuer. Wahrscheinlich Sprengkraft vergrößert. Die schönen kleinen Power-Ups und natürlich auch die Gift-Ups. Oh. Toll. Bin mir ganz sicher, dass ich nicht den Totenkopf eingesammelt habe, aber gut. Jetzt habe ich impotente Bomben, oder wie? Oder Bomben im Sprengradius von 1. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein, finde ich. Für jemanden, der so unbedarft ist wie ich. Ah ja. Back to normal. Wie er die Power-Ups absahnt da drüben. Das ist alles andere als fair mir gegenüber. Aber er sprengt sie auch. Du Held. So, da probieren wir gerade unser Glück nochmal. Jawohl, wieder vergiftet. Diesmal mit Reversed-Steuerung, aber damit bin ich vertraut. Das klappt eigentlich ganz gut. Daher merkt man jetzt auch nicht wirklich, dass da gerade eine Infekt vor sich geht, sozusagen. Ach, du Arschkrampe. Konnte ich gerade über die Bombe springen? Das ist ja dann auch witzlos, wenn ich einfach über Bomben laufen kann. Ist das jetzt ein Grafikfehler oder sterbe ich, wenn ich da reinrenne? Ich teste es mal nicht. Oh Gott. Okay, diese Art von verkehrter Steuerung kann ich nicht. Bum, bum. Ey, die knallen aber schon ganz schön rein, sozusagen. Da geht feuerkraftmäßig einiges. Ist, grafisch natürlich jetzt nicht so der Kracher, erfüllt aber,
erfüllt aber seinen Zweck. Ich finde es nicht schlecht. Das früher immer mal ganz gern gespielt. Probieren wir unser Glück nochmal. Zack. Wieder vergiftet. Keine Ahnung, was diesmal ist. Ich kann gar keine Bomben legen. Ja, ist ja umso besser. Hey, das wollte ich mir holen. Penisnase. Jetzt habe ich ihn angesteckt. Haha, jetzt können wir beide keine Bomben legen. Das wird das lustigste Match der Welt. Na, 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 na. Mal gucken, wer zuerst wieder fit ist. Wir beide. Gut. Flatsch. Ach komm. Ja, irgendwie scheinen die über die Bomben gehen zu können. Das ist ja dann, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen lustlos. Wenn die dann einfach so nochmal über die Bomben rennen können. Dann kann ich die ja gar nicht einkerkern. Ja, ich würde sagen, ich habe gewonnen. Gut. Tja, das war Bomberclone in Version 0.11.9. Ich gehe als glänzender Sieger aus diesem AI-Match hervor und ja, schön, dass ich euch das zeigen durfte. Ich glaube, oder bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es dazu auf Volar sowas gibt. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten packe ich euch natürlich alle erdenklichen Links dazu wieder unter dieses gar schöne Video. In diesem Sinne würde ich sagen, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut da rein und tschüss. Und ich will irgendwie mal schauen, ob es nicht irgendwie mit mehreren Computergegnern ein bisschen mehr Spaß macht.